Konflikte entstehen eigentlich immer dann, wenn Menschen unterschiedliche Zielvorstellungen haben. Das kennen wir aus dem Alltag, das kennen wir aus allen Gesellschaften. Da Menschen immer schon unterschiedliche Ziele verfolgt haben, heißt das auch, dass das Erreichen eines Ziels das Erreichen eines anderen Ziels verunmöglichen kann. Das hat der Friedensforscher Johann Galtung einmal so formuliert und das kennen wir auch heute. Das heißt, dass Konflikte im Alltag sehr häufig sehr negativ wahrgenommen werden, sehr unerfreulich, sehr unnötig wahrgenommen werden. Und das sehen wir im Prinzip auch in der Medienberichterstattung. Das heißt, wenn wir auf den aktuellen Fall des Desasters des Afghanistan-Kriegs schauen, da ist der Versuch, einen langjährigen Gewaltkonflikt einzuhegen, wirklich sehr, sehr schlimm gescheitert, mit fatalen Folgen für die afghanische Bevölkerung. Dann sehen wir, dass diese Berichterstattung eigentlich unsere Aufmerksamkeit prägt. Allerdings ist es so, dass Gesellschaften für Konflikte gemacht werden. Also wir brauchen Konflikte in einer Gesellschaft, um sozialen Wandel in demokratischen Gesellschaften vorantreiben zu können. Das heißt, das Gegenteil ist der Fall. Konflikte sind notwendig für den Fortbestand unserer Gesellschaften. Und wir brauchen sie auch, und das wissen wir aus der Konfliktforschung, um sozialen Wandel nach vorne zu bringen. Wir haben ja eine aktuelle Weltlage, in der wir vor sehr existenziellen Herausforderungen stehen. Und in dieser Situation brauchen wir neue Wege, um mit Konflikten umgehen zu können. Und die können wir heute nur wieder neu bauen. Die müssen wir neu bauen, weil wir auch sehen, dass Konflikte sich geändert haben. Eines der Probleme ist natürlich, dass in Demokratien immer gestritten wird. Wir müssen uns in Demokratien streiten, das gehört mit dazu. Also Demokratie ist keine Konsensveranstaltung. Und mit Helmut Schmidt könnte man auch formulieren, Demokratie ist keine Demokratie, wenn nicht gestritten wird. Und das stimmt sicherlich. Das heißt, wir brauchen einen Ort oder eine Arena, wo wir über unterschiedliche Ziele und über unterschiedliche Positionen streiten können und uns dann auf einen Kompromiss einigen können. Und wenn wir dazu nicht mehr in der Lage sind, dann wird es für Gesellschaften sehr gefährlich. Das heißt, der Modus oder die Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen, ist das Entscheidende. Und hier wissen wir auch aus der Konfliktforschung, dass sehr klare Regeln und Mechanismen, wie beispielsweise der demokratische Rechtsstaat, dass das dabei hilft, Konflikte gewaltfrei zu lösen und Konflikte und Positionsunterschiede auszuhandeln. Und dass diese Mechanismen und Regeln, die sind heute unter Beschuss, wenn Sie so wollen, die sind in Gefahr geraten, weil wir es jetzt hier mit Polarisierungen in der Gesellschaft zu tun haben, wo sich Lager eher unversöhnlich gegenüberstehen und nicht mehr in der Lage sind, über diese Positionsdifferenzen hinaus zu einem Kompromiss zu kommen. Und wo auch gerade über das Wie des Konfliktaustrags gestritten wird. Und das kann tatsächlich gefährlich werden. Das heißt, wir haben auch Konflikte, die so hoch eskalieren und dann gewaltsam werden können, die natürlich sehr negative Folgen für Gesellschaften haben. Das sehen wir in Gewaltkonflikten, das sehen wir auch in Deutschland im kleineren Rahmen natürlich. Und da wissen wir, dass wenn es diese Regeln nicht gibt, diese ganz klaren Mechanismen, wie man berechenbar mit einem Konflikt umgehen kann, dann wird es wahrscheinlicher, dass der Konflikt gewaltsam wird. Wenn wir an die Pandemie denken, an die Klimakrise denken, das sind Probleme, die belasten das Leben und den Alltag auf der gesamten Welt. Und diese Größe, diese Skala der Konflikte, die ist so neu, dass wir da umdenken müssen.